Wolfgang G. Ulich, ein Mensch, ja, der seine Spuren für immer hinterlassen wird. Ein Tüftler, ein Motorradliebhaber und er liebte den Speedway-Sport. Wir waren dabei. Ein denkwürdiger Tag. Dass sich die Lösungen bewährten und funktionierten.
Dabei haben sie beide sich ergänzt. Sie, Frau Henning, schufen Kontakte, sie haben sich um das Geschäft gekümmert. Ihr Mann hatte seinen Platz in der Werkstatt. Und die liegt bis heute nicht in einem Industriegebiet, sondern seit über 40 Jahren in der Brachenfelder Straße, mitten in der Stadt, neben ihrem Wohnhaus und nahe bei den Kunden. Sie haben eben erzählt, dass ihre Werkstatt das Mekka der Zweiradfahrer war und dass ihnen kein Dienst zu gering war. Wichtig ist bis heute die Bindung zu den Kunden, zu den Menschen. Und sie waren unterwegs auf den Rennbahnen und Speedway-Pisten im Norden. Fast jedes zweite Wochenende waren die Zuschauer bei einem Rennen und sie waren mit vielen Fahrern eng verbunden. Wolfgang Uhlich hat den Fahrern gern geholfen und ihnen die passende Kleidung geschickt. Ansonsten war er fast immer in Neumünster. Alle Zweiradfahrer kannten ihn, er gehörte zum Stadtbild. Sie beide haben am Leben in der Öffentlichkeit teilgenommen. Die politischen Veränderungen in Europa ab 1989 hatten Auswirkungen auf ihr Leben. Von der NZ-Skorpion war schon die Rede. Wolfgang Uhlich suchte den Kontakt zu Motorsportfreunden in der ehemaligen DDR. Dann kam eine neue Aufgabe dazu, die Ukraine-Hilfe. Sie lernten eine Ukrainerin kennen, sie waren zu Besuch in Lviv, zu Deutsch Lemberg, und organisierten über viele Jahre Hilfstransporte. Sie holten Bekannte und Freunde mit. Sie schafften Badezimmer, eine Zahnarztpraxis und eine Röntgeneinrichtung dorthin. Krankenhausbetten, Werkzeug, alles, was gebraucht wurde. Den Anstoß dazu gab die Einsicht, wie gut es uns in Deutschland geht und den Wohlstand zu teilen. Aus den Transporten erwuchsen gute Freundschaften. Sie haben erzählt, wie gelöst und entspannt ihr Mann war, wenn ein Transport vorbereitet wurde. Und weil hat mir vorhin noch erzählt, dass heute in dem kleinen Ort Chodorow in der Ukraine, der sehr oft von russischen Bomben bedroht ist, eine Gedenkstunde stattfindet, weil man auch dort sich bis heute sehr dankbar an Wolfgang Uhlich und seine Kollegen und die Transporte erinnert. Über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts.
alten Freunden von Wolfgang Uhlich gehört auch Egon Müller, der nicht nur Speedway-Fahrer war, sondern auch Sänger, und wir hören ihn jetzt. Zwei Monate ist noch, und dann sind es genau 54 Jahre, wo ich in der Annastraße in der Münze vor seinem Laden stand und sage, ich möchte gerne Rennfahrer werden, aber ich habe kein vernünftiges Motorrad. Da hat er gesagt, mein Junge, ich habe schon gehört, du machst hier alle Wiesen unsicher mit deinen alten, selbst zusammengebauten Maschinen. Du kriegst für Jürgen in 14 Tagen ein Motorrad, damit gewinnst du. Und so fing meine Karriere an, in Jübeck als Sieger abgewonnen. Und ich habe ein Lied geschrieben letztes Jahr, und das haben wir nicht auf CD oder auf Schallplatte gemacht, aber hier möchte ich es gerne vorsingen. Und das hat etwas mit Wolfgang und mir zu tun. Das heißt Langsamer. So schnell mit rapider Geschwindigkeit, und ich wünschte, auf die Zeit verginge langsamer, etwas langsamer, denn leider lässt sich nichts tun, dass die Zeit so schnell vergeht, wie ein Rennen und nicht langsamer. Vor 54 Jahren stand ich bei dir vor der Tür, Wolfgang. Ich wollte Rennfahrer werden. Ja, sagt er, ich habe schon gehört, du bist ein ganz wilder Hund. Aber du brauchst ein vernünftiges Motorrad. Wir haben eins, das heißt Hakushiki. Zusammengesetzt von drei Freunden, ihren Namen. Und mit dieser Maschine ging ich von Sieg zu Sieg jede Woche. Jetzt wünschte ich mir, es geht alles langsamer. Wolfgang, die Zeit mit dir werde ich nie vergessen. Jetzt ist es alles langsamer, denn leider lässt sich nichts dran drehen, dass die Zeit so schnell vergeht, wie ein Rennen und nicht langsamer. Hier setzen wir die Urne mit der Asche von Wolfgang Uhlich bei, damit er wieder zu Staub und Erde wird. Wir lesen über uns in der Bibel, was Gott zu Adam sagt, und das heißt zum Menschen. Von Erde bist du genommen und zu Erde sollst du wieder werden. Das gilt uns allen. Und uns allen gilt die Verheißung von Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So begraben wir Wolfgang Uhlich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir vertrauen Wolfgang Uhlich, unserem Herrn Jesus Christus, an. Er möge ihn auferwecken am Ende der Zeit und nehme ihn auf in seinem ewigen Frieden. Sein Segen leite dich. Herr, segne dich und behüte dich. Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.